Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Ja, hier bin ich mal wieder in Lohof. Habt ihr ja schon im YouTube-Short gesehen. Da kann man es sehen. Da hören die MST-Segmente auf und Stahlrohr, ganz normaler Stahl, rundgelutscht, fängt an. Hier sehen wir es noch leicht kantig, überall Nieten und so weiter. Bis da oben, da fängt der Stahlrohr an, also oh, das Riesenloch da, da kommt noch eine Lüftung oder was dran, damit die Anlage später nicht überhitzt. Ja, wenn sie in Betrieb ist, da seht ihr nochmal die langen Latschen, die Rotorblätter, da seht ihr die langen Dinger schon montiert. Ja, ein krasser Vergleich, oder? E115, E40. Ja, das ist ein krasser Vergleich. Ich finde, hier passen die E115 EP3 E3 viel besser hin als in dem anderen Windpark, in dem ich war. Zwar ja der mit den E126 EP4 und der allerersten E103 auf meinem Kanal. Also, das war ja jetzt am 29. August vor 2 Tagen. Ja, jetzt bin ich hier und ja, ich wage mich hier gar nicht erst nah dran zu gehen. Ihr seht der orange Kasten da und darüber 2 Überwachungskameras, die da hängen. Da will man lieber nicht zu nah rangehen. Das ist mit fatalen Folgen verbunden, wenn ich da jetzt zu nah rangehe. Also ich weiß nicht. Aber ich kann ja immerhin ranzoomen. Verdammt, da kommt wieder ein Auto. Hoffentlich scheucht der mich hier gleich nicht weg. Ah nee, der fährt in eine andere Nebenstraße oder was. Oder wenn, ah nee, der wendet sogar. Okay, da hat sich jemand verfahren, weil die Straße hier aufgrund der Baustellen gesperrt ist. Hier sehen wir es. Ja. Verfahren sich halt auch schon mal Leute, die das dann sehen und dann eben hier kurz wenden und wieder zurückfahren, ne? Ja, da sind die langen Latschen. Mit einer leichten Welle im Rotorblatt, da finde ich, dass da ein kleines Wellchen drin ist, da. An der vordersten Kante, wo die 2 roten Streifen dran sind. Ja, hier sagt, zu nah ran gehe ich da jetzt nicht. Hier haben wir nochmal das Fundament. Das sind, glaube ich, 3 Meter Fundamenterhöhung oder was. Na, worauf dann der Turm steht. Und ich würde mal sagen, Nabenhöhe 149. Ja, oder 138 oder 135, irgendwie so. Ja, aber ich glaube, mit MST-Turm ist das meistens auf 149 Meter. Ja, hier sehen wir die Tür, die ist nicht gleich ganz unten, die ist etwas höher verschoben. Ja, ne, am Turm da. Ja, wenn hier normaler Stahlrohr oder Stahlbeton wäre, dann wäre die Tür definitiv ganz unten am unteren Ende schon ziemlich angebracht. Aber in dem Fall geht die Tür da ein bisschen höher. Ja. Von daher, hier waren gerade noch Leute, die haben hier einen der Kästen abgeladen. Der Container, der linke, wo Triton dran steht, da, den haben sie hier gerade abgeladen. Ja. Und hier sehen wir nochmal die langen Latschen. 3 Flügel oder auch Rotorblätter genannt, liegen auf der Erde. Und es sieht einfach spektakulär aus.
Ja, wie gesagt, ne, ich werde überwacht da. Ich gehe hier jetzt nicht zu nah ran. Und ja, wer sich's zutraut, trotz Überwachungskamera, okay. Aber ich bleibe in sicherer Entfernung. Ja, na, von daher, hier konnte man einmal nur das Fundament sehen, wie es gemacht wurde, aus Stahlbeton, damit es auch möglichst lange standhält. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, es wird passieren, dass das Fundament zum kleinen Teil zumindest zugeschüttet wird. Denn wie wir sehen hier, ne, die Treppe da, die, ja, die fängt da oben auf dem Fundament schon an. Wahrscheinlich wird das Fundament gar nicht großartig mehr zugeschüttet und bleibt jetzt so offen gelegen. Das wäre ja auch mal was Neues. Hahaha. Ja. Von daher, ne? Wie gesagt, da kommt eine Lüftung rein in das dicke Loch, damit die Anlage im Betrieb nachher nicht überhitzt. Das kann man da hinten noch mal gut sehen. Da links der Kasten an der Tür. Ja, links dieser Kasten da. Das ist praktisch der Lüfter, der hier später dran montiert wird und unten drunter noch Stützen bekommt, damit er auf dem Fundament steht und ja, damit er da nicht wegbricht. Und ja, weil ohne diese Lüftung würde die E115 schnell überhitzen im Betrieb und das ist für den Betreiber erst recht nicht das Geilste. Dann ist seine Maschine kaputt und es kostet richtig Geld, das wieder zu reparieren. Ja, und von daher muss die Lüftung da leider dran, ob man will oder nicht. Ja, ne? Ja, da sehen wir sie nochmal fertig. Hinter den Bäumen steht noch eine fertige Anlage, zu der ich gleich mal kommen werde und sie zeige. Dafür muss ich nun mal gerade meine Stellung ändern. Das heißt, ich muss von hier, von diesem Fundament hier und der Anlage mal eben zu meinem Fahrrad da drüben und das hier links in den Büschen versteckt ist, damit es nicht auf der Straße steht, wenn man hier mal hin und her fahren sollte. Und ja, ne? Und dann gehe ich gleich mal an eine Stelle, wo ich auch die zweite fertige Anlage im Blick habe. Bis gleich also und natürlich am Ende folgt, wenn ich es schaffe, irgendwie noch ein Drohnenvideo. Und ach ja, der letzte vierte Turm, da ganz da hinten am Ende der Straße, der ist noch längst nicht so hoch wie der hier. Der ist noch gar nicht richtig gebaut worden. Eigenartig, oder? Pff, verrückt. Ja, bin jetzt hier bei meinem Fahrrad und gehe da jetzt mal eben wieder in diese Richtung. Ja, wieder da. Da war ich vorhin. Da sieht man noch die Rotorblätter und das alle daneben die E40, 540, 6-mal. Hier sehen wir die eine Anlage, die wir schon gesehen hatten. Und da ist sie, die nächst fertige Anlage. Also ich schätze mal, die haben sie zuerst fertig gemacht, dann kamen die dran. Und ich schätze mal, jetzt ist die an der Reihe, wobei ich bei der keine Kranteile gesehen habe, sondern bei der. Also schätze ich jetzt sogar mal, dass sie die zuerst gemacht haben und dann die Anlage als zweite. Und die dritte ist dann wohl die hier, die sie jetzt noch fertig machen müssen. Und die vierte und letzte ist dann die da ganz hinten. Ja, wo der Turm noch nicht mal so hoch ist wie der hier. Ja. Hier könnt ihr so noch mal sehen, da und da. Ja, erinnert so ein bisschen, wie schon gesagt, ne, an die alte E40 vom Design her, nur definitiv eckiger und kantiger und nicht so rund gelutscht mäßig und dreieckmäßig wie da bei der E40.
Das gefällt mir definitiv besser, das Design, als dieses Eckdesign, was so eckig ist, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir definitiv an der E40 besser, weil die nicht so eckig ist, sondern mehr dreieckig verläuft nach hinten. Und die verläuft halt rechteckig und nicht dreieckig und auch ziemlich nicht rund, sondern kantig. Ja, das sind so die Verschiedenheiten daran. Also, ja, ne, deswegen, also wie gesagt, diese E40, wie sie sich sechsmal da dreht, gefällt mir definitiv besser als diese neumodische EP3 E3, geschweige denn die EP3 E4. Ja, richtig gehört, es gibt eine neue Entwicklung der E115, eine E4, das ist dann, ja, mit diesem langen Maschinenhaus, siehe Hannover-Hemmelhausen, wo schon drei E160 EP5 stehen, E3. Ja, das ist die dritte Entwicklung, deswegen nur E3. Ja, ne, von der E160 EP5. Also, ich muss ehrlich sagen, jetzt geht Enercon den Bach runter. Also, das Design wird ja immer gefühlt hässlicher. Also, das kann man echt nicht anders sagen. Also, bei der E160 EP5 E3 Version hört der Enercon-Spaß definitiv auf. Da ist doch kein Enercon mehr, oder? Mal im Ernst, wo ist die I-Form hin? Die I-Form war die einzigartige Form von Enercon, als der Gründer und Chef des Ganzen noch lebte, der Alois Wobben. Der ist allerdings die letzten Jahre verstorben und deswegen, naja, Alois Wobben, der Gründer der Firma Enercon, lebt nicht mehr, aber die Firma an sich lebt immer noch und arbeitet immer noch. Und ja, hier sehen wir eins von Alois Wobben Werken. Das ist sein Werk, die E40. Also, das ist schon Wahnsinn, wie der Anbau am Maschinenhaus so klein wurde. Das Ganze fing mit der E36 an. Doch die E36, naja, die hat sich nicht so gut bewährt anscheinend. Der Generator wurde nochmal ein bisschen überarbeitet. Die Flügel nur minimal länger gemacht. Und aus der E36 wurde die E40 540. Ja, aber das reichte noch nicht. Eine gewisse Zeit später machte Alois Wobben daraus was Neues. Die Flügel wurden nochmal minimal länger zur E44 und der Generator wurde erneut überarbeitet auf 600 kW, also 0,6 Megawatt. Und ja, und das Design blieb anfangs erstmal gleich, doch dann folgte die zweite Entwicklung, die E40-644E2 mit ihrer I-Form. Die berühmte I-Form fing an und hat sich lange bewährt. In allen möglichen Windrädern hat Alois Wobben versucht, die I-Form so möglichst beizubehalten und hat sie nie wieder loswerden wollen. War wohl einer seiner Lieblingsformen. Haha, ja. Kaum ist Alois Wobben dann aus dem Geschäft ausgetreten, passiert es. In Deutschland heißt es zum einen immer schwerer werden Windräder genehmigt, zum anderen, naja, Ausschreibeverfahren und sonstiger Müll hat Enercon wieder mal altern lassen und quasi wieder zurück in die Vergangenheit, wo Enercon ehemals so aussah. Und jetzt sogar noch ein Schritt in die Vergangenheit, wo Enercon damals noch Getriebe hatte. Nein, Getriebe haben sie heute auch nicht.
Enercon ist immer noch getriebelos, aber der Anbau am Maschinenhaus ist definitiv länger geworden. Siehe Hannover-Hemmelhausen E160 EP5 E3. Ich war da noch nicht, aber ich meine, New York Tobi war schon da und wenn mich nicht alles täuscht, war er auch schon mindestens zweimal da. Der Ranger Jones, wie auch immer man den ausspricht. Und ja, er war da auch schon. Ne? Schaut gerne mal auf diese zwei Kanäle. Ich kann es ja auch gerne verlinken. Was ist die E160? Was meine ich für eine Anlage? Ja, die sieht wirklich aus, als wenn sie Getriebe hätte, obwohl sie getriebelos ist. Das erinnert so ein bisschen mehr an Vensis oder so, finde ich. Weil Vensis hat ja auch nicht so kurze Maschinenhäuser, sondern auch schon etwas längere noch, ne? Ja, deswegen, ich finde, Enercon erinnert so ein bisschen an Vensis. Ja, also definitiv. Was soll ich sagen? Ja, die E147 EP5 hat sich leider nicht so gut bewährt. Die haben sie aus dem Sortiment genommen. Schade. Ja, aber zum Glück gibt es sie ja ein paar Mal, sogar auf MST-Turm. Deswegen muss ich da auch mal hin. Nach Paderborn, Paderborner Land, da, wo die da steht. Ne, da. Altenbeken, genau, da so. Altenbeken. Da steht einer auf MST-Turm und warum sollte ich mir die nicht ansehen wollen? Haha, geiles Teil, ey. Ja, von daher, ne? Ihr seht das jetzt. Hier sind jetzt zwei von vier fertig. Und ja. Seit meinem letzten Mal, als ich hier war, hat sich einiges getan, habt ihr ja jetzt gesehen. Als ich das letzte Mal hier war, haben sie gerade das letzte Turmelement, das letzte MST-Segment da oben hingezogen mit dem roten Ring auf 40 Meter. Ja, richtig gehört, der rote Ring, da sind schon 40 Meter erreicht. Und da sind schon 40 Meter drauf und ich schätze mal, der Turm hat jetzt so knapp 50 Meter aktuell, knapp, nicht ganz, aber knapp würde ich sagen, 50 Meter sind das ungefähr, ja, und er wird nochmal ausgebaut auf, meine ich, 149 oder 135 Meter, oder? Naja, ihr seht ja, da ist die 40 Meter Markierung und ja, etwa da drüber fangen ja schon die Rotorblätter an. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn das Rotorblatt, was gerade so schräg steht, runterwandert, dann würde ich mal sagen, dass die Rotorblätter da oben schon anfangen, da wo der Turm endet, dass da schon die äußerste Rotorblattspitze ist. Und sieht man ja an dieser Anlage, ne? Ja, und an der, schlecht zu erkennen, die 40 Meter Markierung ist gerade so hinter den Bäumen verschwunden. So ist das. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Und ich würde sagen, ich mache mich mal an die Drohne. Und ja, die ziehen da was hoch. Haha, geil. Ziehen da irgendetwas nach oben. Müssen da drin noch arbeiten. Die Anlage an die finale Inbetriebnahme vorbereiten. Genau dasselbe müssen wir auch mit der zweiten da machen, die sie schon fertig haben. Und
Das, was sie jetzt an den Anlagen machen, wird auch später an dieser Anlage noch geschehen, wenn sie fertig ist. Und dann wird die auch auf die finale Inbetriebnahme vorbereitet. Und ja, ihr seht ja, da liegen zwar die Rotorblätter, aber noch keine Turmteile und noch kein Maschinenhaus, kein Generator und so, keine Narbe. Das muss noch alles jetzt in der nächsten Zeit geliefert werden. Und dann, denke ich mal, machen sie hier in den nächsten Wochen jetzt weiter. Und werden ja dann hoffentlich auch mal bald fertig, damit wir die E115 auf MST-Turm, stopp, auf HST-Turm dann auch mal in Action kennenlernen. Hier bei mir in der Nähe von nur 50 Kilometer Entfernung. Und ja, ich denke mal, wenn ich das nächste Mal hier hinkomme, spätestens nächstes Jahr, dann drehen die Dinger und dann, ja, als wäre hier keine Baustelle gewesen. Hahaha, genau. Aber noch drehen sie sich nicht, noch müssen sie aufgebaut werden. Und ja, zwei sind schon fertig, müssen nur noch ans Netz. Und die letzten zwei müssen jetzt noch, wie gesagt, aufgebaut werden. Ja, schon krass, wie lange wohl die E40 hier schon stehen. Ob die irgendwann mal repowered werden durch zwei, drei andere Anlagen. Ja, ich hoffe nicht. Und ja, die machen 3 Megawatt alle zusammen. 5 mal 6 ist 30. Ja, die machen 3 Megawatt alle zusammen. Eine E40 macht 500 kW, 2 machen 1000, 3 machen 1500 kW, 4 machen 2000, 5 machen damit 2500 kW und alle 6 machen also 3 Megawatt, 3000 Kilowatt. Und ja, ne? Wenn sie sich auf Volllast drehen, dann wird hier gerade so 3 Megawatt produziert. Das bedeutet, wenn die Anlagen ausgetauscht werden, dann reicht eine Anlage vollkommen. Also von 6 Anlagen wird eine übrig bleiben und neu gebaut werden auf 3 Megawatt Basis oder sogar auf 4, wenn es nochmal so eine hier wird, wie diese 4 Stück, dann machen sie vielleicht nochmal eine weitere E115 oder was dahin mit 4,2 Megawatt. Das übertrifft die aktuelle Leistung um ein Vielfaches dann schon. Die 3 Megawatt, die E40 da alle nur produzieren, alle zusammen. Ja. Also das wird heftig, wenn die E40 mal repowered werden sollen, dann bin ich gespannt, was dann hier steht für eine Anlage, ob es eine 3 Megawatt Anlage wird oder eine, die noch mehr Megawatt drauf hat, dann wäre das schon heftig, auf jeden Fall. Ja, aber es wäre zu schade für die E40, also ich finde, 2 Maschinen sollten sie dann stehen lassen. Und die anderen können sie ja als Ersatzteillager für die letzten 2 E40 noch irgendwo lagern. Wenn mal irgendwas kaputt ist, dann muss man es nicht gleich neu kaufen oder neu bezahlen, sondern hat es ja noch von den alten 4 E40 übrig, die mal da waren. Und kann dann sagen, tauscht man mal eben aus, fertig. Ne? Zum Beispiel der Königszapfen oder so. Dass man den dann einfach austauscht und von der alten Anlage übernimmt und die Anlage dann wieder in Betrieb sein kann weiter, ne? Wäre ja eine geniale Idee. Ja, aber noch später stehen die E40 hier und ich hoffe, sie werden es auch bleiben. Ja, wäre ein bisschen schade, wenn die weg sind eines Tages. Ja gut, hier haben wir nochmal die 115 EP3E3, ne? Das sind diese hier und das wird diese noch. Und da kommt mir wieder was entgegen, glaube ich. Ja, von daher, ne, jetzt habt ihr das gesehen.
In Loof ist schon ein bisschen was passiert und wird auch wieder passieren, nehme ich an. Ja. Na dann schalte ich mal auf die Drohne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch nicht vergessen. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es etwa 82%, die mich noch nicht abonniert haben. Gerade bei den Leuten, bei den 82% würde ich mich um mein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr den Kanal schon abonniert habt, keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, zum Beispiel hier aus Loof, bis die Dinger sich endlich drehen, dann aktiviert gerne die Glocke, so kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. und
Yeah.